Guten Tag. Hier ein Bestseller. Der 2015er Ford Mustang GT Premium Cabrio. Neu überarbeitet, wie schon vielfach in unseren Videos beschrieben. Das neue Modell von Ford. Es gibt ihn angeblich auch bald in Deutschland. Jetzt haben wir Juni und die ersten sollen ja da beim Händler stehen, limitiert und naja, mit etwas weniger Ausstattungsmerkmalen, als es die hier gibt. Im nächsten Jahr dann wieder im März erhältlich zu erhöhten Preisen. Hier bei uns erhältlich sofort in allen Varianten, frei konfigurierbar zu guten Preisen. Dieses Fahrzeug ist Race Red, ein sehr schönes sportliches Rot. Komfort und hat, wie man an den Felgen erkennen kann, das 50th Anniversary Paket. Hinzu kommt, sieht man das auch innen am Leder, das Ganze ein Volllederpaket und erinnert daran, dass der Mustang erstmalig 1964,5 rauskam. Das Cabrio kam etwas später als das Coupé. Optik besticht dadurch, dass das Fahrzeug und alles in allem etwas breiter und etwas tiefer ist, etwas sportlicher geraten als der Vorgänger. Hier sieht man schön die, die LED-Rückleuchten. Hier noch ein kurzer Hinweis auf den Makler Ihres Vertrauens. Das gehört auch zum 50th Anniversary Paket. Kurzer Blick ins Innere. Ja, das 401A Paket, das heißt etwas hochwertiger ausgestattet. Er hat Memory Sitze, Memory Spiegel, er hat das große Shaker Sound System mit dem Subwoofer im Kofferraum, er hat 12 Lautsprecher, ein HD Radio, das jetzt in Deutschland sind noch, das lassen wir mal beiseite. Weiteres Extra ist der ist die Automatik. Das ist eine Sechsgang-Automatik. Das Innere erinnert stark an ein Flugzeugcockpit. Hier sehen wir dann den großen Bildschirm mit Rückfahrkamera. Durch den offenen Kofferraum sehen wir hier den wunderschönen Himmel Floridas. Ja, es hat die üblichen Annehmlichkeiten, die ein Fahrzeug heute braucht. Bluetooth, diverse USB-Anschlüsse, eine Festplatte. Hier sogar ein Kompass. Das Fahrzeug hat das extra auch einen adaptiven Tempomaten, einen Abstandswarner, einen Kollisionswarner, einen Blindspot-Monitor, also all die Assistenzsysteme, die mit der Zeit immer schöner werden und anspruchsvoller. Hier nochmal ein Blick auf die Grundinstrumente, hier bitte noch ein weiteres LCD-Display. Das Fahrzeug hat eine Schaltwippenautomatik. Und besticht natürlich auch durch sein Herz. Der bekannte und beliebte 5,0 Liter V8 Coyote. Noch bekannt auch aus dem Vorgängermodell. Etwas aufgepeppt, der bringt jetzt hier 435 PS auf den Prüfstand. Die Europäer übrigens nur 420 PS, die sind ein bisschen runtergedrosselt. Schön auch die Domstrebe und natürlich der Sound. Die Front etwas aggressiver, etwas tiefer liegend, vorne das Pony. Sehr, sehr gelungen. Der Mustang verkauft sich in den USA wie geschnitten Brot. Im Rundumgang noch. Ein kurzer Blick auf den Kofferraum, auch geräumig für ein Cabrio,
das Fußmattenset und hier ein Blick auf den Subwoofer, den ich vorher erwähnt habe. Das Fahrzeug hat ja auch hier der Blick auf die Rückfahrkamera und auf die Sensoren. Es hat auch noch den Rückfahrassistenten. Dieses Fahrzeug geht an einen unserer Kunden im Düsseldorfer Raum. Wir wünschen ihm, wir das Team von Schöne Autobrokers und von Lauderdale, Florida, wünschen ihm allzeit gute Fahrt und viel, viel Spaß mit dem offenen Verdeck an der Köhe entlang zu fahren. Da wir uns ja hier schon bei unserem Verschiffungspartner von Lauderdale befinden, bewegen wir nun das Fahrzeug zum Container oder zur Verladerampe. Dort wird es im Container verpackt. Das elektrische Verdeck geht auch. Und der Container geht dann nach Miami. Von Miami macht er sich dann auf die Seereise nach wahlweise Bremerhaven oder Rotterdam, geht von dort zum Umrisspartner, in dem Fall in Bremerhaven. Dort hat das Fahrzeug dann TÜV und deutsche Papiere und kann vom Kunden wirklich entgegengenommen werden in circa 4 Wochen. Ich sage vielen Dank und auf Wiederhören.